Hallo Leute, weiter geht's bei Haunting Grounds. Fiona ist jetzt hier in diesem Wasserturm. Ohne Schuhe, ja, und doch tritt sie verrostete Abwasserrohre kaputt. Ja. Nicht schlecht, Fiona, muss man sagen. Okay. Jetzt wieder auf der Hut sein, Yui, ja? Moment, ich sollte mich ausrüsten. Mit irgendetwas, aber ich habe nichts mehr. Ich habe noch einmal Magnesium. Ja, besser als nichts. Ja, Ricardo kann jetzt überall sein, denn der Typ kann sich unsichtbar machen, dieser verdammte Penner. Ja, aber ich wollte im letzten Part noch nicht weiter hoch, weil wir ja diese Holzminiatur da nicht dabei hatten. Und ich will so wenig wie möglich Zeit verschwenden in diesem verkackten Turm. Ganz im Ernst. Ich meine, der Typ kann sich unsichtbar machen. Was soll der Scheiß? Das ist doch mal unschön. Lass mich bitte alles mitnehmen. Ups. Nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein. Ein Luminisant. Da war ein Item. Ich hab's gesehen, aber ich weiß gerade nicht, wie ich da rankomme. Das ist ein Hebel. Was passiert jetzt? Aha. Okay, jetzt bitte nicht dem Luminisanten in die Arme laufen. Das war knapp. Fiona, wenn ich sage, tu etwas nicht, dann mach es bitte auch nicht, okay? Nehmen wir das Item mit. Schnell. Okay. Und rennen wieder. Verdammter Luminisant, bleib weg. Bleib einfach nur weg. Ich hoffe, der kommt nicht einfach so hoch. Komm mit Yui, schnell. Wie viele Etagen hatten wir? 8, glaube ich, oder? Oh, und da ist er schon wieder. Dieser verdammte Idiot. Was? Oder auch nicht? Was? Was war jetzt das? Er war kurz da und dann ist er gleich wieder verschwunden. Oh. Verdammter Idiot, ey. Ja, es war nicht schlecht. Was zur Hölle? Ist da was drin? Nimm es mit, Fiona. Kamille. Ja, ja. Geh mir jetzt aus dem Weg, du Vollidiot. Shit, ich muss mich heilen. Kamille. Zack. Ja. Und weiter hoch. Shit, welche Etage hatten wir? 5. Okay, einfach weiter hoch. Einfach weiter hoch, schnell. Ich glaube nicht, dass wir hier unten etwas Cooles finden werden. Oh, shit. Nein! Ich kann den Hebel nicht betätigen. Scheiße nochmal. Okay, wir müssen ihn jetzt irgendwie klein kriegen. Yui, komm. Du riechst den Kerl doch, oder? Kannst du ihn angreifen? Yui! Yui! Ja, tatsächlich. Yui sieht ihn. Ja, das war klasse. Ich treffe ihn nicht. Yui! Yui! Super, Yui, gib alles. Komm jetzt bitte wieder zu mir, Yui. Shit, ich hätte den Hebel irgendwie betätigen müssen, aber wie? Wenn dieser dämliche Idiot ständig hier ist. Ich muss jetzt wieder zu ihm nach unten, versteht ihr? Das ist scheiße. Oh, gut gemacht, Yui. Moment, Yui, darf ich dir was geben? Nee, Dörrend. Hier. Gut. Kurz loben und dann hoffen, dass ich nach unten kann. Weil es ist ja ein bisschen doof jetzt. Ich muss ja jetzt nach unten, nicht wahr? Um den Hebel zu betätigen. Und Fiona kann das nicht tun, wenn der Idiot da ist. Ich habe hier irgendwie nicht ganz so viel Angst vor ihm, muss ich sagen. Soll mich jetzt einfach nur für ein paar Sekunden in Ruhe lassen, damit ich den Hebel ziehen kann. Und Fiona mag schon bald nicht mehr rennen. Aber jetzt musst du dich beeilen, Fiona, bitte. Den Hebel ziehen, das ist jetzt verdammt wichtig, glaub mir. Bitte zieh ihn. Danke. Okay, super. Okay, super. Dann gehen wir wieder nach oben. Jeden Moment, ja, ich wusste es. Okay, okay, okay. Fiona, du kriegst das hier. Was? Lebenskraft. Ah, Lebenskraft ist auch Ausdauer scheinbar. Okay.
Zack, eingesetzt. Und weiter. Ja, doch, hier ist schon richtig. Lass meinen Hund in Ruhe, du verdammter Idiot, ja? Nein, oben sind Luminisanten. Ja, leck mich doch. Der, ja, pff, drei Stück. Vier Stück, ja, natürlich. Nein, 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 nein. Seht euch das an. Seht euch das an. Wie scheiße war das jetzt bitte? Fiona, komm zu dir. Fiona! Bitte, Fiona, komm wieder zu dir. Komm, Fiona, bitte. Ich bitte dich. Huey! Oh, ja, ja, ja. Komm, Fiona, steh auf. Steh auf, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf. Oh. Verdammt nochmal, das war knapp. Gib mir das Item hier. Hat Huey den Kerl erledigt? Oder warum ist er weg? Good boy. Huey. Und jetzt gehen wir weiter. Oh Gott, das war ja übel. Ey, habt ihr das gesehen? 5, 6 Luminisanten und ja, die Panik war da. Wie hoch sind wir denn jetzt mittlerweile? 6. Etage. Okay, wir sind bald oben. Huey. Fick dich, Ricardo, okay? Tu uns allen den Gefallen. Lass uns einfach nur in Ruhe. What the fuck? Okay, wir können speichern. Oh, 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 super. Oh, super. Oh, super. Oh, super. Oh, super. Was? Ja, hier, zack. Reicht. Okay, gut. Wir sind hier. Moment, Huey nochmal loben. Das war super, Huey. Okay, was zur Hölle? Da vorne steht was. Wir lesen zuerst mal das. Was steht denn hier? Alles Leben auf der Oberfläche des Planeten erstreckt sich unter den strahlenden Licht der Sterne. Alle Ereignisse auf der Oberfläche des Planeten werden von den nie endenden Reisen der Sterne gefärbt. Das wahre Wunder wird sich nur ereignen, wenn die Sterne, die das universale Schicksal leiten, als eins verbunden sind. Die Planeten sind in folgender Reihenfolge von außen nach innen angeordnet. Saturn, Jupiter, Mars, Sonne, Venus, Merkur, Mond. Alle Planeten drehen sich um das Zentrum des Universums, den großen Planeten Erde. Naja, ist nicht ganz richtig. Aber, Moment, ich schreibe mir das auf. Von außen nach innen ist Saturn, Jupiter, ja gut, das macht eigentlich Sinn. Ja, macht eigentlich Sinn. Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, doch, das macht Sinn. Aber, weil das hier nicht ganz genau stimmt, schreibe ich es mir auf. Okay. Okay, 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 okay. Alle Planeten drehen sich... Ja, ja, ist gut. Beginne die Gestirnskette von am weitesten entfernten Ende des Universums Saturn. Der Pfad zur Erleuchtung ist jedoch nicht einzigartig. Schreite voran und halte Ausweichwege im Sinn. Was? Zur Hölle? Wir sollen mit dem Äußersten beginnen, ja? Was muss der hier sein? Was? Ah, schon verstanden, schon verstanden. Schon verstanden. Huey, komm mal hier rauf, bitte. Come on. Genau hier rauf stehen, Huey. Bitte. Huey! Come on. Bitte, oh nein, Huey. Go! Come on. Bitte genau da drauf stehen, Huey. Bitte. Oh, Huey. Huey, bitte genau da drauf stehen, okay? Huey? Oder ist der Hund so klug? Go. Das wäre natürlich der Wahnsinn, wenn er drauf gehen würde. Also, ich habe mir sogar gesagt. Stay. So, jetzt da stehen bleiben, Huey. Wo jetzt? Aha, hier? Dann bitte darüber gehen, Huey. Go. Ah, ich dachte, ich muss hier irgendwie eine bestimmte Reihenfolge oder so. Also ich muss ja bestimmt eine Reihenfolge nehmen, aber.
Ja, sie hat mir angezeigt, was ich als nächstes nehmen muss. Und ich versuche jetzt mal nicht auf etwas Falsches draufzutreten und ich hoffe, Huey tut das auch. So, Fiona, steh bitte richtig drauf, ja? Dann nächster Planet, Huey. Das müsste jetzt eigentlich langsam der Merkur sein. Ja, dann gehe ich zum Mond. Nein, Huey! Huey, warum bist du... Ich hab dir gesagt, bleib sitzen. Hat er aber nicht gemacht. Huey, das war nicht gut. Huey? Das ist wichtig, Huey, verstehst du? Jetzt bleib da. Ihr habt alle gehört, Fiona hat gesagt, stay. Wenn der Hund nicht hören will, dann haben wir natürlich ein Problem. So, dann gehst du dahin. Ja, Huey. Du musst unbedingt auf mich hören. Ist wichtig. Jetzt bleib wieder stehen, ja? Ja, ja, ja. Dann geh dahin. Komm, wir haben es doch fast geschafft, Huey. Bitte stell dich nicht so an, ja? Stop, ja. Hier drauf. Huey, warum bist du jetzt schon weggegangen? Habt ihr gesehen? Es war nicht cool. Zum Glück habe ich mich beeilt. Ich würde mal sagen, diese Einrichtung zu bauen, die ging ganz schön ins Geld. Wo ist meine Uhr? Da ist meine Uhr. Natürlich werden wir es speichern. Das Problem ist jetzt, ich glaube, ich weiß, was kommt. Wir haben dann erst 13 Minuten voll. Na komm, macht nichts. Wir gehen. Komm, Huey. Come on. Wir gehen jetzt diese edle Treppe nach oben. Come on. Huey, komm bitte mit. Zum Glück hatten wir hier drin Ruhe vor Ricardo, ansonsten wäre das gar nicht möglich gewesen. Halt, Huey. Moment, ich muss dich noch loben. Good boy. Good boy. Ja. Gut, 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 gut. Moment mal, ich muss mal auf die Karte blicken. Wo zur Hölle sind wir jetzt eigentlich? Ja, das sind Schleifspuren auf dem Boden. Oder was soll das sein? Ja, auf der Wand auch. Ja, das müsste jetzt die oberste Etage sein. Hier können wir nach draußen gehen und weiter geht's nicht. Ne, es sind bestimmt keine Kratzspuren. Das sind bestimmt irgendwie... Ich hab doch keine Ahnung. Oh, die Tür ist offen. Klasse. Huey? Good wir sind boy. Auf der Spitze des Turmes, okay? Stimmt, jetzt muss ich hier was tun. Hier nämlich. Meine Güte, ich habe noch nie so etwas gesehen. Sieht aus wie eine Art Diorama oder Karte der Gegend. Ja. Links ist der Turm, wo wir jetzt sind. Und rechts ist vermutlich dieses Haus der Wahrheit, von dem uns Lorenzo in seiner Notiz erzählt hat. Was fehlt jetzt hier? Genau, eine Brücke. Und wir haben eine Brücke. Wohin? Ja, wo wohl? Hierhin, in die Mitte. Fiona!
Why must you defy me? Why do you run? Let me into your womb! Nein, du hässliches Stück Scheiße! Du wirst da nicht hingehen in meinen Leib! Huey, geh da rein, Huey. Schnell! Oh, du! Huey! Super, Huey! Jetzt komm aber mit! Huey. Komm mit, Huey! Huey! To run. Huey, hier! Bitte hier rein! Huey. Geht Huey in das Loch rein? Ich hoffe doch. Ja, passt auf. Jetzt geht's los. Oh, ist der schnell. Huey, wo bist du? Da oben. Und los. Huey! Was zur verdammten Hölle? Shit, 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 shit. Camille. Huey! Huey, tu doch was! Huey! Huey! Verdammt nochmal, Huey, warum tust du nix? Huey! Danke! Du musst den Scheiß hier kaputt machen! So, jetzt klappt's! Fiona sollte sich mal ein kleines bisschen heilen. Ja, gegen Panik auch. Camille auch gleich. So. Friss das, du Idiot! Okay, Huey. No, Huey! Wa- du dämlicher Drecksack! Lass meinen Hund in Ruhe! Was, du? Fick dich jetzt mal! Ey, du verdammtes Arschloch! Fick dich! Huey, komm! Huey! Huey! You won't get away! Hier, schnell! Geht da rein, Huey! Huey! Over there! Ich seh dich, du Vollidiot! Okay, jetzt ist er wieder da. Der Punkt ist, Huey muss ihn da angreifen. Ich kann ihn sehen, wie geil ist das denn? Huey muss... Ah, shit, der ist am falschen Ort. Huey! 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 Greif an! Huey! Go! Huey, warum hast du keinen Huey. Bock? Ja, gut. Komm her, Huey, bitte! Geh halt hier rein! Weiß nicht mehr, in welches Loch er reingehen muss. Er ist jetzt... Nee, rechts von der Tür müsste er bestimmt reingehen. Okay, ist in Ordnung. Ich hab's ja kapiert. Ab, du Drecksack! Hier! Ha! Hast du davon, du dämlicher Penner! So. Jetzt bist du angeschlagen, nicht wahr? Ja, es war die falsche Öffnung. Komm her! Go! Go, Huey! Huey! Hol ihn dir! Jawoll! Dämlicher Idiot! Hier, friss das für alles, was du uns angetan hast! Jetzt, Hund! Geh hier rein, schnell! Ja, da rein, bitte schnell! So, du dämlicher Penner! Kannst du nicht mehr, hä? Hast du auch keine Pistole mehr, hä? Feiger Idiot! Immer auf die Kleinen, nicht wahr? So, Huey. Jetzt hier. Stoß diesen Dreckspenner in die Tiefe. Huey, bist du bereit? Na komm, kannst du nicht mehr, Ricardo? Verdammtes Stück Scheiße! Was ist mit dir? Go. Mach dich bereit, Huey. Huey! 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 Los! Runter mit dem Penner!
Sophie. Oh. No. Sag gute Nacht, Ricardo. Geschieht dir recht, du verdammter Bastard. Huey, mein armer Hund, du warst super. Hier. Nee, Quatsch, nicht sowas. Der Rind. Hier. Komm, Huey. Gib's ihm, Fiona. Huey, du warst klasse. Und Fiona hat einfach solche Steinteile mit ihrem bloßen Fuß zertreten. Good boy. Klar, das Zeug war morsch und so weiter, aber trotzdem. Holy shit. Okay, super. Was hatte Fiona noch zu sagen? Hier. Ich glaube, es musste wohl so enden. Komm schon, Fiona. Du bist doch wohl inzwischen daran gewöhnt. Zeit zu gehen, ich muss hier raus. Ja. Wahre Worte, Fiona. Bist du bereit, Huey? Huey? Ich lob dich nochmal, du warst super. Huey. Und dann machen wir einen Abgang. Wo ist die Tür? Da ist die Tür. Komm, Huey! Und rein da. Und runter da. Und da können wir speichern. Aber ich möchte, dass Fiona Schuhe trägt, verdammt. So hübsche, hohe Stiefel. Come on. Ich habe dann auch das Gefühl, dass sie stärker zutreten kann. Was Sinn ergeben würde eigentlich. Da kommt Huey. Come on. Haben wir es diesem Drecksack gezeigt? Come on. Diesem elenden Penner. Come on. Huey, komm. Come on. Huey. Was ist denn? Da, na also. Come on. Komm, Huey, wir gehen speichern. Kommst du mit? Ja, du kommst mit. Wo ist meine Uhr? Da ist meine Uhr. Leute, wunderbar. Wir haben es Ricardo gezeigt. Und ich würde sagen, das war's erstmal für heute. Mit Haunting Ground. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!